So, vom einen Schulprojekt geht's gleich weiter mit dem nächsten. Ich sehe, ihr seid schon bereit. Lars und Philipp darf ich auf der Bühne begrüßen. Direkt mit zwei Laptops. Perfekt. Okay, großer Applaus für Lars und Philipp. So. Ich finde es ja jetzt immer aufregend mit der Technik. Bisher hat es jedes Mal funktioniert. Es wird auch jetzt bei euch mit zwei Geräten klappen. Wir drücken alle die Daumen und ja, sieht wundervoll aus. Ich verabschiede mich und ihr stellt uns euer Projekt Smart School Tool vor. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns eine ganz einfache Fragestellung gestellt, und zwar, oder eher gesagt, ein Problem. Und zwar, jeder, der schon mal in der Schule war, kennt es. Der Schulranzen ist zu schwer, dadurch tut der Rücken dann weh, dadurch macht die Schule dann noch weniger Bock. Ist ja logisch. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, dass man anstatt, es gibt ja schon Lösungen dafür, Tablets, aber meistens entsteht da ein sehr großer Apple-Zwang. Und das wollten wir vermeiden, weil man dann andere Geräte nicht benutzen kann, was schade ist. Das wollten wir vermeiden, indem wir einfach eine Web-App entwickeln, nämlich smartschooltool.de. Das Coole daran ist, man kann sie auf allen Geräten, auf allen Betriebssystemen verwenden. Sie schließt quasi andere Apps, die es schon gibt, zusammen. Zum Beispiel es gibt Chat-Funktionen. Man kann alle Hefte der Schule, also alle Arbeitshefte einsehen, man kann alle Bücher einsehen, man kann alle Heftaufschriebe einsehen. Und die Daten und die Technik, die wir verwendet haben, das war einmal JavaScript, HTML und CSS. Wir haben ein bisschen Grafikdesign betrieben. Wir hätten Schulbücherlizenzen und Arbeitsheftlizenzen gebraucht. Doch leider ist das sehr verschlossen und daran kommt man nicht, was sehr schade ist. Sonst wäre das echt cool geworden, was es trotzdem ist. Und dazu muss man noch sagen, die Chat-Funktion, die wir eingebaut haben, ist aus einem alten Projekt von unserem Mentor. Was cool ist, dass wir auch was Altes einfach verwenden können. Ja. Dann will ich euch auch gar nicht mehr lange auf die Folter spannen und gleich zur Live-Demo wechseln. Ja, auch erstmal Hallo von mir. Wenn man auf unsere Website kommt, sieht man hier das hier. Dann kann man sich mit seinem Namen einloggen. Da haben wir ein paar Beispielnamen genommen. Zum Beispiel jetzt mal Klaus und unsere Klasse machen wir auch noch. Dann haben wir noch hier den Haken, dass man angemeldet bleibt. Das ist hier unten in der Ecke. Und dann kann man ein bisschen runterscrollen und dann kann man sich auch anmelden. Wenn man angemeldet ist, kommt man erstmal hier auf die Startseite und dann kann man hier oben links auf die drei Striche gehen und zum Beispiel jetzt mal in sein Heft gehen. Wenn man so ein Heft ist, kann man halt jetzt hier die Mitschriebe oder zum Beispiel jetzt die Hausaufgaben von der letzten Stunde sehen und die Lehrer haben darauf auch Zugriff. Danach können wir zu unseren Büchern gehen. Sind die Bücher, die wir brauchen für unsere Schule. Und da können wir jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal ein Physikbuch öffnen und jetzt sehen wir einen Ausschnitt aus unserem Physikbuch. Was wir auch noch machen wollen, ist, dass wir einen Marker setzen können, um zu gucken, wo wir das letzte Mal waren oder was wir noch wiederholen müssen. Ja. Dann kann man wieder auf drei Striche gehen und dann kann man auf die Arbeitshefte gehen. Arbeitshefte, wenn es Leute gibt, die es nicht kennen, das sind halt Hefte, wo man halt mitschreiben, da sind Übungen drin, wie so Arbeitsblätter, halt nur in einem Heft. Ja, das sind halt diese Arbeitshefte für, hatte ich jetzt nicht jedes Fach, aber ein paar Fächer haben das. Dann können wir auch noch weitergehen zu unserer Chat-Funktion, die wollen wir jetzt auch noch live vorführen. Also das ist halt, um zu kommunizieren mit den Lehrern. Zum Beispiel haben wir jetzt vorhin schon als Test gemacht, dass wir mit Frau, auf dem PC ist Frau Müller rein theoretisch und da haben wir schon ein bisschen geschrieben, also ich kann jetzt hier Philipp als Frau Müller mal eine Nachricht schreiben. Und wenn ihr jetzt kurz wartet, müsste die auch
Also rein theoretisch sollte jetzt eine Nachricht kommen, aber die Technik ist jetzt noch nicht so zuverlässig. Ja, ja, das ist unsere Chat-Funktion und wenn wir jetzt nochmal, Philipp probiert es nochmal, vielleicht klappt es jetzt, aber sieht nicht so aus. Also, ja, dann kann man noch auf die drei Striche gehen oben. Und dann gibt es noch unsere Bildquellen, woher wir unsere Bilder haben. Sie sind natürlich alle Open Source, also dürfen ja auch Lizenz benutzen, aber trotzdem wollten wir jetzt noch eine Verlinkung haben, wo wir das Bild herhaben und auch die Lizenz. Das war uns auch sehr wichtig. Ja, jetzt können wir zurück zu der Präsentation gehen. Hier haben wir noch einen Screenshot von der Chat-Funktion, wo es ja auch noch geklappt hat. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu Ausblicken und offenen Punkte. Also wir wollen noch einen Stundenplan oder einen Vertretungsplan, also ich beides in die Website bringen, in die Web-App, damit man auch immer weiß, wann man Schule hat oder wann man auch was Entfall hat oder Vertretung. Dann wollen wir auch noch, geht es jetzt ein bisschen schwer, aber rein theoretisch irgendwie die Schulbücherlizenzen und die Arbeitsheftlizenzen bekommen. Ja, müssen wir gucken. Aber ich glaube, das geht nicht so einfach. Ja, das war jetzt unsere Web-App Smart-School-Tool. Wir würden uns jetzt verabschieden. Erstmal danke an alle Mentorinnen und Mentoren und natürlich auch an unseren Mentor Wolfgang. Darf ich euch noch was fragen? Ich bin so neugierig. Für welche Klassen habt ihr euch das denn überlegt eigentlich? Gute Frage. Ich würde sagen, ab der 8. Klasse kann man so etwas implementieren. Vielleicht im Laufe der Zeit, wo die Welt ja auch immer digitalisierter wird, vielleicht auch bei früheren Klassen. Aber ich würde es erstmal bei der 8. ansetzen. Okay, danke dir.